Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Factorio. Na komm, liefert das mal ganze Zeug hier an. Jo, in der letzten Folge haben wir hier wieder einige Kleinigkeiten weitergebracht. Ach so, das ist das Problem. Es werden so viele Fuelblocks produziert, dass hier gar kein Strom mehr ankommt. Weißt du was? Gönn dir. Das ist wirklich das Problem. Deswegen haben wir auch die Stromprobleme. Aber ja. Ich hatte da noch einen wunderbaren Kommentar, der besagt hat, dass der Hangar nicht angeschlossen ist. Und ja, ist er auch nicht. Jetzt ist er angeschlossen. Gut. Und dann schauen wir mal als nächstes, was ich für den Kampfanzug MK2 brauche. Effizienzmodule durch Stufe 3. Nun gut. Wird zwar ein bisschen teuer, aber gönne ich mir. Ich frage mich, ob ich hier schon wieder weiter forschen sollte. Was haben wir eigentlich zum Erforschen? Raketenschaden, Kugelschaden, Kugelfeuerrate, Begleiterroboteranzahl. Naja, an sich lohnt sich das Ganze ja nicht mehr wirklich. Gut, du produzierst mir mal die Dinger hier. So. Dann wirst du noch beschränkt. Ein Stack sollte genügen. Du das. Du wirst dann auch nochmal beschränkt. Und du Stufe 3 Effizienzmodule. Und da brauchen wir wieder Alien-Artefakte. Und beschränken. Naja, ich glaube, hier können wir den Output bzw. die Anlieferung ein bisschen verdoppeln. Damit die Einser-Dinger schneller gebaut werden können. Wenn wir schon dabei sind, können wir hier alles mal ein bisschen beschleunigen. Ich weiß, das verbraucht zu viel Energie. Aber ja. Wenn du schon dabei bist. Ja, ist übertrieben. Wir werden ja eh gleich nochmal raus müssen mit dem Panzer. Komme ich da irgendwo durch? Ja, hier oben. Dann baue ich mal das Gerät hier ab. Und dann bauen wir ja die Dinger einfach mal wieder hier hin. Warum denn nicht? Das Problem, was ich hier sehe, ist folgendes: die Strommasten. Kann ich kein vernünftiges Band durchziehen. Naja, machen wir schon irgendwie, dass es passt. Jupp, ich weiß, du hast da unten gerade keinen Strom. So, mit dem Strom erledigen wir das direkt mal auch mal wieder. Eins, zwei, drei, nee, das haut so nicht hin. Moment. Genau so könnte es funktionieren. Ja, und der Rest regelt sich dann von alleine. Bitte die normalen Bänder abholen. Die braucht hier nun wirklich keiner. Und es wird wieder dunkel. Das war zu weit. Nun gut. Habe ich irgendwie Erz aufgesammelt? Ja. Direkt wieder zurückführen. Das passt dann umso besser.
Vielleicht hier die Eisenproduktion wieder ein bisschen ankurbeln? Nee, komm. Wir haben ja eh relativ wenig Strom. Aber die Akkumulatoren scheinen zu halten. Das ist doch schon mal gut. Naja, weißt du was? Wir fahren jetzt erstmal runter mit dem Zug. Und holen dann unseren Panzer ab. Und mit dem fahren wir dann noch eine kleine Runde. Und wir brauchen ja jetzt wieder für die anderen Module... für die anderen Module brauchen wir jetzt wieder Artefakte. Und ja, die bekommen wir leider nur von Aliens. So, here we go. Nein, ihr müsst das Zeug nicht hier einlagern. Aber gut, wenn es euch Spaß macht, warum denn nicht? Das Nest sieht hier vielversprechend aus. So, ein, zwei Nester auseinandernehmen, das sollte dann passen, denke ich. Moment. Ja, langsam vermehren die sich. Moment, war dieses Nest vorhin auch schon da? Moment. Nee, springt mir hier einfach mal so ein Beiter ins Gesicht. Feuer frei. Alles platt machen, was hier rumläuft. So, und sich bloß nicht unnötig oft treffen lassen. Ja, ein bisschen Schaden haben wir genommen. Aber ist ja noch alles vertretbar. Ja, Roboter, wollt ihr die mal platt machen? Moment, bleibt mal stehen. Sammle ich erstmal hier alles ein. Wenn wir das hier alles eingesammelt haben, repariere ich den Panzer und dann fahren wir weiter zum nächsten Nest. Lohnt es sich, euch zu reparieren? Naja, ihr geht ja in einer bestimmten Zeit eh kaputt, von daher glaube ich eher weniger. Ich hoffe, ihr haltet noch ein bisschen durch. So, das nächste Nest wäre hier. Naja, kein besonders großes, aber das macht ja nichts. Kleinvieh macht eben auch Mist. Gut. Bleib stehen. Ich hol's zu Fuß. So, wollen wir uns mal das große Nest da drüben angucken? Moment, meine Roboter gehen kaputt. Sind da viele Würmer. Der Panzer hält sich noch. Moment. Könnt ihr die mal bitte für mich kaputt machen? Und guck mal, da kommen wieder ein paar an. Ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam ein bisschen reparieren lassen. Na komm, ich repariere jetzt erstmal meinen Panzer. Genau so. 6 Kapseln habe ich noch. Ich hoffe, das reicht aus. Gut. Nächste Angriffswelle. Ja, komm. So rum.
Vielleicht sollte ich zuerst mal die Spawner hier kaputt machen. Allzu schnell bewegen brauche ich mich dafür auch nicht. Oh, die machen ja gut Damage. Und ich würde es wirklich sehr begrüßen, wenn die Roboter mal ein bisschen Schaden machen würden. So. Gut. Das tat ja richtig weh. Reparier mal den Panzer. Na komm, gleich haben wir's. Oh, Moment. Kriegen wir euch? Und es ist wieder Nacht. Verdammt, machen die viel Schaden. Ich glaube, der Panzer hat so gut wie ausgedient. Ah, das war eine gute Angriffswelle. Ja, das restliche Zeug hole ich zu Fuß. Das geht ja dann doch einen Ticken schneller. Ah, hier liegt auch noch was. Sehr gut. Wie viele? 188. Könnte reichen, muss aber nicht. So, ich glaube, das obere Nest, das man auf der Map sieht, machen wir gleich auch mal. Ich habe keine Reparaturkits mehr. Moment. Und ich habe auch keine Angriffsroboter mehr. Keine Zerstörerkapseln. Da müssen wir dringend welche nachproduzieren. Wie sieht es bei diesem Nest hier aus? Könnte man schaffen. Oh ja, einfach durchfahren. Naja, damit ist die Gegend auch mal wieder ein Ticken sicherer. Ich glaube, da können wir auch einfach durchfahren hier. Sollte nicht das Problem darstellen. Lustig wäre es, wenn jetzt kurz vorm Ziel die ganzen Kapseln aufhören würden. Nee, läuft. Einfach durchfahren. Jo, funktioniert ganz gut. Oh, Moment, hier sind ja auch noch ein paar von diesen Würmchen. Moment. Oh oh. Der ganze Wald ist ja voll damit. Gas. Also, Notiz an mich. Nicht mehr in den Wald hier reinfahren. Na komm, die paar Kügelchen sammeln wir noch ein und dann fahren wir heimwärts. Der Panzer hat ja auch schon mal bessere Tage gesehen. Wie sich da wieder ausgebreitet haben. Ich glaube, wenn wir nicht so oft rausfahren würden zum Saubermachen, dann hätten wir schon deutlich mehr von denen an der Backe. Aber ja. Wie viele haben wir? 228. Das ist doch eine ordentliche Summe. Damit lässt sich definitiv arbeiten. So, und dann Notbremsung. Hoppala. Den Panzer zum Stehen zu bekommen, das ist hier das Problem. Und der Baum verschwindet mal kurzerhand. Und ich überlege, vielleicht sollten wir unsere Verbrennungsöfen mal ein bisschen mit Kohle versorgen. Also nicht die Verbrennungsöfen, sondern unsere Stromgeneratoren. Wäre ja eine Option. Weißt du was? Die Hälfte kann ich hier abgeben. Dann gucken wir mal. Wie viele von den Dingern wurden gebaut? Kein einziges. Das ist ja sehr gut.
Oder werden die irgendwo anders gebraucht? Ist ja auch möglich. Nee, das erste ist fertig. Das wird ja noch dauern, bis ich ausreichend Effizienzmodule habe. Naja, Strom passt halt noch. Das ist ja gut. Aber wir haben immer noch ein Problem, also ein massives Problem mit den roten Chips. Ich glaube, ich werde hier nochmal ein bisschen weiter produzieren lassen. Shift rechts, Shift links. Alles mal ein bisschen erhöhen. Übertreiben braucht man es ja auch nicht. Naja. Wie schaut es eigentlich mit der Auslieferung? Logistikroboter sind ja immer noch ca. 200 Stück verfügbar. Das passt ja. Aber ich glaube eher, dass die Schwachstelle hier momentan immer noch unser Plastik ist. Oh ja. Und hier kommt ja auch nichts mehr an. Wie weit sind wir denn eigentlich hier? 87%, dann haben wir es ja fast. Ja, in der nächsten Season muss ich das hier alles ein bisschen übersichtlicher gestalten. Weil auf Dauer geht es ja nicht gut. Plastik. Ja, da fehlt es halt überall an Petroleum. Kleinen Tanks ist eine ganze Menge drin, wenn man es genau hochrechnet, aber so viel ist es ja auch wieder nicht. Vor allem, weil ich kein Leichtöl habe, kein Schweröl. Ich habe eigentlich gar nichts mehr. Habe ich überhaupt noch Rohöl? Rohöl ist mittlerweile auch wieder aufgebraucht. Heiligsblechle. Wo bekomme ich als nächstes gutes Rohöl hier? Schwer zu sagen. Desto weiter wir uns hier von der Map entfernen, umso kritischer wird es dann. Also von der Basis natürlich, nicht von der Map. Sich von der Map zu entfernen, das wäre ein bisschen unmöglich bei einer unendlich großen Welt. Produktivitätsmodule. Hol mal welche ran. Weil das bringt ja an sich nichts mehr. Klar, wenn es schneller geht, dann geht es schneller, aber es muss halt im Endeffekt mehr bei rauskommen. Ja, ich glaube, Produktivitätsmodule der Stufe 2 kann ich selber bauen. Ach ja, keine roten Chips. Ist ja noch besser. Haben wir hier vielleicht irgendwo rote zwischengespeichert? Würde mich auch wundern, wenn das so wäre. Ja, die Schwachstelle ist einfach das Petroleum. Solange eigentlich ausreichend Petroleum zusammenkommt. Moment, können wir da bereits mittlerweile 5 angeliefert bekommen? Wenn ja, dann kann ich mir meine Stufe 3 Rüstung bauen. Was ja an sich auch nicht verkehrt wäre. TNT kann weg. Der einzelne Strommast kann hier hin.
beiden könnt weg, genau. Ja, recht viel schneller geht es auch nicht. Ich kann ja den Output minimal erhöhen. Wäre vielleicht nützlich. So, raus da, raus da. Du weg, du weg. Und du da rein. Raus, raus. Vielleicht bekommen wir wieder ein bisschen Rohöl zusammen. Ich glaub's fast nicht, aber hey. Man kann ja mal gucken. Denn jedes Mal, wenn dieses lila-rosane Ding durchläuft, bekommen wir ein bisschen mehr Öl. Und weiter oben kann ich dann auch noch Produktivitätsmodule reinhauen. Zack, zack. Weil, wie heißt es immer so schön? Kleinvieh macht auch Mist. Oh, und ich sehe, dass die Folge schon wieder leider rum ist. Ein Jammer aber auch. Nun gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.